Bist du ein bisschen geschwitzt heute? Ist super intensiv, dieses viele Fahren. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, da ist wirklich was passiert und du verstehst so ein bisschen, was ich von dir möchte und wie wir dich noch einen Tick schneller auf den Platz bekommen. Ja, und Hausaufgabe, glaube ich, aufsetzt ist kurzes Fitness. Genau, das wird er machen! Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist wieder euer McLeod und ja, ich begrüße euch auch im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut durchgekommen, habt schön gefeiert und habt auch jetzt, wie ich, vielleicht neue Ziele fürs kommende Jahr. Und das letzte Video hat ja so geendet, dass ich ja versuche, mit meinem Trainer fitter zu werden, schneller zu werden. Das machen wir einmal auf dem Platz, aber auch jetzt zum Teil off-court. Und der Plan ist jetzt erstmal, oder war jetzt für mich erstmal zu gucken, wie mein Fitnessstand ist. Dazu habe ich auch eine sportmedizinische Untersuchung gemacht. Die war auch erstmal so ganz gut. Ich bin gesund, das ist schön. Und sie hat halt auch ein paar Messergebnisse gezeigt, die, oder wo ich jetzt weiß, da kann ich dran arbeiten. Zum Beispiel mein Körperfettanteil, der liegt im Moment bei 18%. Den würde ich gerne so auf 12-13% runterbekommen. Was halt auch spannend ist, ist so zu erkennen, okay, ich sitze halt im Rollstuhl und ich bewege mich ja dadurch auch anders. Meine Beinmuskulatur ist relativ schwach und verbrennt nicht so viel Energie wie jetzt beim normalen Läufer. Und hat halt auch gezeigt, dass ich so im Grundumsatz nur so 1400, 1500 Kalorien habe. Das heißt, wenn ich jetzt abnehmen möchte, kann ich wahrscheinlich erstmal nur eine Weile so auf 1200 Kalorien fahren, was wirklich nicht viel ist. Wenn ich dann aber noch Sport und Fitness so pro Tag mache, kann ich vielleicht so 600 Kalorien mehr pro Tag essen. Kommt halt immer auf den Tag an, wie viel Sport man gemacht hat. Genau, gesagt, getan. Habe ich jetzt auch nochmal meinen Trainingsplan angepasst. Im Moment trainiere ich viermal die Woche Tennis, je 2 Stunden. Der Plan ist halt jetzt, das Fitness mit einzubauen. Das heißt, viermal die Woche Tennistraining und dann nochmal dreimal die Woche Fitness. Das heißt, heute ist Sonntag und heute steht auch Fitness auf dem Programm. Das werden wir nachher nochmal machen und da nehme ich euch gerne mit. Der Plan für heute ist also 100 Terraband Vorhände, 100 Rückhände. Dann mache ich das Workout Aphrodite. Das ist über die Freeletics App und dann nochmal ein paar Schulterübungen und so los geht's mit dem Rollstuhlfahrer-Workout. Ich mache jetzt erstmal mit dem Terraband Rückhandübung, die simuliert praktisch den Schlag, nur mit einem höheren Widerstand. Ich probiere das Ganze immer so auf Maximalspeed sozusagen durchzuziehen, um ja möglichst eine schnellere Rückhand zu bekommen. Das gleiche werde ich gleich auch nochmal mit der Vorhand machen. Vorhand und Rückhand sind nun erledigt, jetzt mache ich das Aphrodite-Workout, also Liegestütz, Leggy Bar und Sit-Ups. Bei den Liegestützen muss ich halt sagen, dass ich die nur auf den Fäusten machen kann, weil ich meine Handgelenke nicht abklingen kann. Und natürlich mache ich dann die Liegestütze auch auf den Knien und nicht auf den Füßen, weil ich die Beine leider auch nicht ganz durchstrecken kann. Also für alle, die da irgendwas auch haben, macht einfach das Beste daraus, was ihr habt. Am Anschluss jetzt diese Leg Beaver, die sind bei der App als Squats vorgeschlagen, die kann ich leider nicht, weil sieht es leider auch bei den Leg Beaver nicht so doll aus, aber mehr Bewegung ist da nicht drin. Und dann im Anschluss noch die Sit-Ups. Weiter geht's mit dem Langhantelersatz mit den 15 Kilogramm. Die Übung versuche ich so sauber wie möglich zu machen und genau drücke halt sozusagen so gut es geht in die Brust rein, um die ein bisschen aufzupumpen und da mehr Zug für den Rollstuhl im Endeffekt aufzubekommen. Davon mache ich jetzt 100 Wiederholungen. So, hätten wir das auch erledigt. Weiter geht es jetzt mit den Schulterübungen. Die 50x5 Fliegende habe ich jetzt nicht mehr gemacht, da war ich ein bisschen zu platt für. Wie sieht es bei euch aus? Macht ihr jetzt in der Corona-Zeit eigentlich auch Workouts zu Hause und wie gestaltet ihr die? Ich habe halt versucht, so gut es geht, mir in so einer Art Home-Gym einzurichten. Wie ihr sehen könnt, ja, mit einer Klimmzugstange im Hintergrund und meiner Matte und ein paar Hanteln. Es geht natürlich besser, aber ich denke mal, so für den Anfang ist das eine Ausgangslage. Bei der seitlichen Schulterübung wollte ich 5 Kilo nehmen, war aber dann doch ein bisschen zu schwach für, um die richtig sauber auszuführen. Deswegen bin ich jetzt erstmal auf 3 Kilo umgestiegen und hoffe,
dass ich mich da in den nächsten Wochen steigern kann. Ja, man merkt es halt immer wieder, ne? Wenn man gerade ein paar Tage mal nicht trainiert hat oder mal eine Woche, dann verliert man doch recht schnell auch immer wieder die Kraft. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr oder ihr Fragen habt, dann schreibt doch gerne was in die Kommentare. Lasst mir ein Däumchen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut!